Dass sie ratlos ist, würde die Kanzlerin öffentlich wohl nicht einräumen. Doch in einem internen Telefongespräch sagte sie 2011 laut einem NSA-Protokoll über die griechische Finanzkrise genau das. Das Gespräch wurde von der NSA abgehört und mitgeschnitten. Es ist Teil von Unterlagen, die WikiLeaks gestern veröffentlichte. Und es ist ein neuer, noch konkreterer Beleg dafür, dass Merkel abgehört wurde. Obama versprach im Januar 2014, keine befreundeten Regierungschefs mehr abzuhören. Aber was ist mit dem Regierungsapparat? Wie großflächig der US-Geheimdienst die Bundesregierung ausgeforscht hat, geht aus einer Liste hervor, die offenbar aus den Jahren 2010 bis 2012 stammt. Demnach zapfte die NSA rund 70 Festnetzanschlüsse in drei Bundesministerien an, den Ministerien für Landwirtschaft, Finanzen und Wirtschaft. Zum Teil sind die Anschlüsse veraltet, viele sind aber aktuell, wie die Büronummer von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Wir befürchten, dass das nur die Spitze des Eisberges ist. Vermutet haben wir das schon lange, dass eben auch Deutschland im Fokus dieser Überwachung steht. Und es zeigt, dass die Bundesregierung, insbesondere Frau Merkel, hier seit dem Sommer 2013, seit den Snowden-Veröffentlichungen, rein gar nichts gemacht hat. Der Generalbundesanwalt hatte wegen der Ausspähung von Merkels Handy ermittelt, das Verfahren aber vor kurzem eingestellt. Vielleicht wird nun wegen der neuen Dokumente weiter ermittelt. Womöglich läuft die Überwachung durch die NSA sogar bis heute.